Eure Kommentare. Sabine schreibt: Danke für die Mitnahme ins Museum. Ich habe keine Ängste, um in der Öffentlichkeit zu zeichnen. Allerdings habe ich das passende Zubehör noch nicht gefunden. Meist stehe ich mit dem aufgeklappten Skizzenbuch in der einen Hand, versuche diesen ruhig zu halten, mit der anderen Hand nichts zu verschmieren, Stiftwechsel hinzubekommen und so weiter. So eine schöne, kompakte Staffelei-Zeichenbrett, wie du sie benutzt, suche ich bisher vergeblich. Sachdienliche Hinweise nehme ich gern entgegen. Ich glaube, ich habe es mir hier vorbereitet, ja. Also, ich muss euch sagen, ich bin da noch nicht wirklich fündig geworden. Was ich aber merke, dass ich glaube, die Amerikaner haben da ungeheuer viele, viele Dinge schon entwickelt. Die nennen das ja Easel, also Staffelei. Und es gibt, hat sich ein was durchgesetzt, das ist so ein Klappsystem. Also man hat zwei Bretter irgendwie, die sozusagen zusammengeklappt werden können und eben auseinander. Ja? Und ihr seht hier, ist dann hier so eine Scheibe eingelegt, das ist mit Magneten. Da kann man also, hat man eine Palette, da kann man seine Farben mischen. Das ist Gouache gewesen. So, und das kann man eben einklappen. Hier gibt es so ein Halterungssystem. Und dann geht das ganz schön. Da kann man also kleine Leinwände, kleine Pappen kann man hier einklemmen und so weiter. Und das Wichtigste ist, hier gibt es einen Anschluss, da kann man so ein Dreibein, so ein Fotodreibein drauf tun und dann hat man das. Mir gefällt das immer noch nicht ganz gut. Also ich baue mir dann selber noch Sachen dran, so Klemmen, da kann ich Sachen dranhängen, da muss jeder so selber findig werden. Und das Ding heißt Easel U, also U.go. Ja, also Easel E-A-S. Easel E-A-S-L-E. Easel U.go. Das ist für mich noch nicht ganz das Glücklichmachende, weil es gibt andere, aber die sind eben nicht lieferbar, weil sie aus Amerika kommen. Die haben hier unten noch ein bisschen dickere, so eine dickere Box, da kann man wirklich auch ein paar Farben reintun. Und dann hat man es alles sehr, sehr kompakt, sehr leicht und dann kann man wirklich damit arbeiten. Sonst hat man noch ein Netz voll oder eine Tasche noch dabei und das finde ich noch nicht optimal, aber da gibt's andere, müsst ihr mal gucken, gibt's wirklich sehr, sehr viel im Angebot. Das meiste ist aber in Deutschland nicht lieferbar und da müsste man die Kontakte nach Amerika mal auskramen und dann vielleicht sich durch Freunde schicken lassen. Aber, dass sie keine Ängste hat im Museum, das ist etwas, was man sich eben bei vielen, das müssen sich erarbeiten. Charlie schreibt, ja, da hast du meine Achillesferse präzise erwischt. Da müsst ihr euch trauen. Ich hasse es schon wie die Pest, wenn mir bei der Arbeit über die Schulter geschaut wird. Und da bin ich meilenweit von meiner zeichnerischen Stümperei entfernt. Es handelt sich wohl um einen psychischen Defekt. Ich würde lieber gerne in der Öffentlichkeit zeichnen, finde aber meist kein geeignetes Versteck. Meine fehlende Extrovertiertheit verunmöglicht das. Schade eigentlich. Also erstmal, du hast wirklich keinen psychischen Defekt. Da machst du es dir zu einfach. Ich habe das am Anfang auch nicht gerne gemacht, also in der Öffentlichkeit zeichnen. Das ist natürlich, wenn ich nicht Musik spielen kann, dann stelle ich mich auch nicht auf die Straße und nehme eine Klampfe, eine Gitarre und mache Klimper, Klimper und das ist nichts. Wenn ich es aber kann, dann stelle ich mich auf die Straße und die Leute freuen sich. Und wenn ich ein bisschen mehr in die Arbeit gekommen bin, wenn ich ein bisschen mehr Sicherheit bekommen habe, dann ist es ja nicht so schlimm, sich dahin zu stellen. Was passiert eigentlich? Die meisten Leute laufen vorbei. Die haben nämlich auch eine Scham, drauf zu gucken. Aber wenn dann ein paar Leute mal stehen bleiben, dann fangen die an, mit einem zu reden, sagen, naja, warum machen sie das? Wie? Und so. Da kommen ganz schöne Gespräche auch zustande. Und wenn denen das auch gefällt, dann sagen die es ja auch. Aber manchmal sagen sie, na, da musst du noch üben, machen sie vielleicht eine kleine lustige Bemerkung. Aber abfällig oder dümmlich habe ich ganz selten erlebt, dass einer so blöde Bemerkungen macht. Ja, also die Leute haben schon im Großen und Ganzen haben sie Respekt. Und wenn man das überwindet, dann wird es irgendwann ganz normal. Ich habe mal so ein, als ich studiert habe, so einen bulgarischen Freund, der hatte überhaupt keinen, also der hatte solche Dinge gar nicht in sich, Ängste oder so. Der hat wirklich in einem Konzert, hat sich in die erste Reihe gesetzt, so ein Musikkonzert, hat so einen großen Block genommen, dass jeder ihn sieht. Und er konnte absolut schlecht zeichnen. Das war wirklich grausam. Das waren Kinderzeichen. Und dann hat er da gesessen und hat das gezeichnet. Also der hatte keine Hemmung. Und das hat mir also absolut gut gefallen. Das war einfach toll. Der war einfach
der war, hat gesagt, ich mache das jetzt, also mache ich das jetzt. Naja, da müssen wir alle noch ein bisschen üben, um an solche Frechheiten ranzukommen. Aber es ist einfach wichtig, dass ihr damit anfangt und die Leute sind nicht so, wie ihr denkt. Ja? Also fangt vielleicht im Familienkreis an, im Garten, wenn dann die Verwandten kommen und sagen, na, da muss noch ein bisschen üben, dann lernt man da schon mal ein bisschen. Aber Psychendefekt, das lassen wir mal. Und das, was Sabine sagt, dass sie keine Probleme mehr hat, das, glaube ich, kann jeder von euch erreichen. In diesem Sinne.